Hallo Leute, ich bin's Bert und willkommen zurück in der Wildnis. Thema heute, One Stick Fire Challenge. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. Der liebe Waldwolf hat mich nominiert für die One Stick Fire Challenge. Ich bin hier in einem Stück Birkenwald und habe mir deswegen ein Stück Birkenholz organisiert und versuche jetzt daraus ein Feuer zu machen. Mal schauen, ob es klappt. Okay, das erste, was ich machen werde, ich werde mal die Birke von der Rinde befreien und dann mit ein bisschen Batoning das Stück in verschiedene kleine Hölzchen hacken und dann schauen wir mal, ob wir mit der Rinde als Zunder und dem Holz das Feuer zum Starten bekommen. So, Schritt 2, Batoning. Jetzt mache ich Zunderstäbchen, mittlere Stäbchen und ein, zwei große Stücke, um das Feuer in drei Schritten am Leben zu halten. Ich gehe davon aus, dass die Birkenrinde recht rasch brennen wird. Das Feuer muss dann nur auf die Zunderästchen übergreifen und dann sollte das funktionieren. Bin schon gespannt, ob es heute klappt. Okay, ich habe jetzt hier die alte Tonne genommen, um das so aufzubauen, dass ihr das besser seht. Feuerstahlmesser. Hier die kleinen Teile, größere und die ganz großen. Und den Zunder, die Rinde, in zwei Teile geteilt, dass ich hier was nachlegen kann. Und das versuche ich jetzt zum Brennen zu bringen. Also bin schon gespannt, ob es funktioniert. Noch nicht genug aufgebaut. Mal schauen, ob das jetzt klappt mit dem Aufrauen. Thank you.
Also ich würde sagen, die Challenge ist erfolgreich. Mit einem Stück Birkenholz geht das natürlich traumhaft, weil die Rinde ätherische Öle hat und relativ leicht zu entflammen ist. Ich würde euch empfehlen, probiert das so wie ich. Macht euch zwei Häufchen von dieser Rinde, damit, wenn das Feuer nicht gleich übergreift auf die Zunderhölzchen, ihr noch genug zum Nachlegen habt. Das geht mit anderem Material wahrscheinlich schwerer. Da müsst ihr dann entweder Feathersticks machen oder kleine Lockerl rausschneiden bzw. rausschnitzen. Aber so hat es geklappt. Jetzt müsst ihr einfach noch nachlegen und gescheit pusten. Und mit genügend Luftzufuhr brennt das Feuer auch gescheit. Und dann könnt ihr euer Lagerfeuer schon starten. Ich denke, die Challenge war erfolgreich. Danke Waldwolf für die Nominierung. Und wenn euch der Channel gefällt, dann bitte abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, stay wild, Leute.